Ja, hallihallo und willkommen zurück. Wir sind in der Kanalisation und ich musste den Vorspann jetzt gerade nochmal lassen, weil ich finde diese Information tatsächlich, ja, total interessant, dass es Leute gab. Ich meine, ja, das ahnt man natürlich, dass sie durch die Kanalisation gewartet sind und irgendwelche Sachen rausgefischt haben, aber ich finde es schön, diese Information hier auch in diesem Spiel zu bekommen, weil, gut, ist jetzt nicht lebensnotwendig, dass man es weiß, aber... Ist auch nicht schlecht, dass man es weiß. Ja, wie geht's weiter? Wir müssen uns ja hier weiter durchwimmeln. Ihr scheint immer noch nicht bewusst zu sein, dass das ein sehr seltsamer Ort für eine Auktion ist. Ja, das wissen wir. Ja, so, warte mal. Wir waren doch an irgendeinem Punkt. Ach ja, genau. Er hat uns ja beauftragt, sein Handlanger zu sein, weil er natürlich im Gefängnis sitzt. Wir haben ihn seine Maulfessel gemobst, also ihn davon befreit. Gott sei Dank hält er trotzdem die Klappe, aber ja, ich frage mich immer, ist das so sinnvoll, wenn der Peiniger sozusagen vor einem steht, auch tatsächlich so ausbrechen zu wollen? So, ganz kleinen Moment. Die Katze muss es sich erstmal hier wieder bequem machen, natürlich. Es ist hier auf meinem Dachboden. 33 Grad ist immer schön. Mit einem nassen Arm zu haben. Das kann ich sagen, wenigstens mal an. Kleine Maus. So, dann mach mal hier dein Popo weg von meiner Maus. Und doch, ich möchte wissen, was in dem Eisblock ist. Das auf jeden Fall. So, hier war ja was zu tun. Und zwar hier irgendwo. Eisstück, die Liste. Die müssen wir nämlich abarbeiten. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Muss ja in die gehen. Ich habe es tatsächlich vergessen. Also wundert mich, wo ich doch sonst nichts vergesse. Was muss ich denn mit der Liste machen? Wir müssen doch einige Sachen machen. So, hier ist was zu tun. Ja, ja, ich weiß, hier sind wir bereits. Bei ihm müssen wir nichts machen. Wir haben nur noch hier was zu tun. Lampenrad. Ach doch, na sag ich doch. Info. Lies die Hinweise auf der Liste, ordne dann die Kenntafeln entsprechend an. Super. Anleitung. Der Zimmermann ist nicht oben und der Schauspieler nicht neben... Achtung. Der Zimmermann ist nicht oben, also in der Reihe, und der Schauspieler nicht neben oder diagonal von Handwerkern. Ach du. Die Seefahrer sind in der mittleren Spalte und keine Frau befindet sich neben oder die diagonal von einer anderen Frau. So, die Seefahrer. Ach du, Männlein, Weiblein, ach du meine Güte. Ich glaube, dass... So, oh, keine Frau. Aha, das haben wir geschafft. Okay. So, der Metzger ist auf der linken Seite und es befinden sich keine Werkzeuge in der mittleren Reihe. So, das ist ein Haken. Machen wir das mal so. Der Metzger. Das kann nur er sein. Okay, so. Metzger ist auf dem Bild. Keine Werkzeuge in der mittleren Reihe. Ich hoffe, das stimmt so. Ach so, und auch nicht diagonal mit der Frau. Okay, also oben müssen wir noch wegmachen. Der Zimmermann ist nicht oben. Der Zimmermann. Boah, ich bin ehrlich, ich glaube, das werde ich nicht gelöst kriegen. Es befinden sich keine Werkzeuge in der mittleren Reihe. Da ist kein Werkzeug. Das ist ja unten. Okay. Und der Schauspieler nicht neben oder diagonal von einem Handwerker. So, das müsste der Schauspieler sein. Nicht neben oder diagonal. Das ist richtig. Das beschließe ich jetzt einfach mal. So, jetzt haben wir aber noch das mit der Frau. Und hier haben wir den Friseur. Der Schlachter ist in der linken Seite. Handwerker. Seemann. Also es müsste alles hier... Oder muss der hier hin vielleicht? Könnte auch sein. So, keine Frau.
Aber diagonal. Warte mal. Nein! Achso, ich dachte schon. Keine Frau befindet sich neben oder diagonal von einer anderen Frau. Sieht schlecht aus. Dann, nee, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das heißt, die Frau kann eigentlich nur... Oder so, warte mal, der Schauspieler... Ach, ich wieder. Der Schauspieler. Der Schauspieler nicht neben oder diagonal von Handwerkern. Ja gut. Ja. Oh. Was? Das war doch... Na, egal. Das ist die Auktionsware. Ich darf sie nicht aus den Augen lassen, auch wenn es makaber klingt. Die Auktion kann beginnen. Mal sehen, wer hier Kunde ist. So, das ist ja, wir wissen es ja mittlerweile, es wird ja mit Menschen, toten Menschen, gehandelt. You can use the chain to bring in the lots. Benutzen Sie die Kette, um die Posten hereinzubringen. Welche Kette? Die hier? Ach so. Eine Fernbedienung für den Greifer. Genial. Turn on the spotlight so we can begin. Schalten Sie den Scheinwerfer an, damit wir beginnen können. Der Scheinwerfer. Ach so. Ja. So, warte mal, dann wollen wir mal hier ein Docht reinmachen. Lampenrad natürlich. So, na also, dreh dich. Ladies and gentlemen, welcome to the Necropolis. I'm Edgar Price, your auctioneer. Ladies and gentlemen, willkommen bei Necropolis. Ich bin Edgar Price, Ihr Auktionator. Wir beginnen. I'm sure you've already reviewed our lots, so let us start the bidding at £400. Sie haben sicher schon über unsere Posten Sie haben sich sicher schon über unsere Posten informiert. Lassen Sie uns also anfangen, und zwar mit einem Gebot von 400 Pfund. 400 Pfund bietet irgendjemand mehr? Ich bin kein Auktionator. Ich merke es gerade. So, hoch. Gewicht, Eisstück. Oh, 600 Sold. Pfund. Next, please. Was, verkauft? So, das verkauft. Er bietet 600. Ich bezweifle, dass er es gutiert, wenn ich ein niedriges Gebot akzeptiere. Ach so. Ja, dann... Sold. Next, please. 700 Pfund. Der nächste, bitte. Hä, die sind doch alle verkauft. Ja, dreh dich. Die sind auch 600. 600? Sold. Next, please. Ach so. Verkauft für 600. 1000 Pfund. Number 4 goes to the gentleman at the back. This concludes the auction. Thank you. Nummer 4 geht an den Herrn dort hinten. Damit ist die Auktion für heute beendet. Vielen Dank. Und kommt uns sehr bekannt vor, aber natürlich... Ich kann nicht glauben, dass ich ihm geholfen habe, vier Leichen zu versteigern. Lot number 4 was extremely overbid. Something is wrong. I just know it. Das Gebot für Nummer 4 war viel zu hoch. Irgendwas stimmt hier nicht, das spüre ich. The belongings are stored in the drain. They might give us a clue. I can't look without raising suspicion, but you can. Ihr Hab und Gut ist in der Kanalisation versteckt. Vielleicht finden wir da Hinweise. Ich kann mich hier nicht umschauen, ohne Verdacht zu wecken, aber Sie... Naja, gut, ich gehe ja schon, Edgar Price. So, wusste ich's doch. Hab ich's nicht gesagt? So. Sie nicken sich zu? Ja, das ist verdächtig. Und da ist noch ein bekanntes Gesicht. Okay, wir suchen in der Kanalisation nach Beweisen. Ich brauche erstmal Licht. Ja, ohne Licht traue ich mich auch nicht weiter. Okay, wo kriege ich Licht her? Ich nehme mal vielleicht die Lampe mit. Ach was. Ach was. Ach, so geht es. Na super. Boah, bin ich froh, dass das keiner gesehen hat. So, wir haben einen kaputten Spiegel. Ich repariere mal eben.
So, wieder neu. Ja, dann putz ihn doch mit einem Eisstück vielleicht. Okay, hält von alleine. Finde ich gut. Brauchen wir keinen Kleber suchen. Ui. Oh, ich glaube, in so einer Großstadt, da kommt schon einiges zusammen in der Kanalisation. Also, das läuft, würde ich sagen. Sieht aus wie Öl. Was? Ich fürchte, hier ist eine Katastrophe im Anmarsch. Öl, ja. Mhm. Okay, Nadelbaum suchen wir, Kochmütze, Schleife, Gehstock, Feder und eine Gabel. Schleife? Ja, dann mach doch mal. Ich wollte da, aber ich nehme natürlich auch die Dinger hier. So, was suchen wir nochmal? Eine Feder. Kochmütze. Nadelbaum, Schleife. Nadelbaum. Ach, da. So, eine Schleife. Schleife. Das war die Gabel. Ach was. Okay, Schleife haben wir auch. So, jetzt brauchen wir noch ein Beil, eine Pfeife, Glocke, Kranz, Postnummer 4 und die Nummer 4. So, warte mal, die Glocke habe ich doch schon gesehen. Überall. Ich muss aufpassen, dass ich nichts abkriege. Ja, also wirklich, das ist ja wie die Pest hier. So, Pfeife haben wir auch. Okay. So, was brauchen wir denn noch? Das Beil habe ich auch, Kranz und die 4. Ein Kranz. Das? 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 Kranz? Ach, die 4. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die finde und den Kranz nicht. Okay, Kranz. Und? Ich sehe überhaupt keinen Kranz. Also, allerdings habe ich im Kopf einen Weihnachtskranz. Ich glaube, hier ist kein Weihnachtskranz. Ach, da unten. So, Alter, eingetrocknete. So, Posten Nummer 4. Ist das größer oder kleiner? Etikett und eine Kiste. Super, das war's. Nein, das war's nicht. Alles klar. Was soll ich damit anfangen, Anubis? Ich weiß es nicht. Von der Roten Queen. Sorge dafür, dass Schnitter den richtigen Posten bekommt und unverletzt hier rauskommt. Price nützt uns nichts mehr, Lupin. Er kann verschwinden und alles, was auf deine Mitwirkung hindeutet, auch. Nein! Ach, guck an. Das war alles ein abgekartetes Spiel. Price hat recht, wir müssen hier so schnell wie möglich raus. Lupin, der alte gerissene Hund. So, Price, wir gehen mal. Es sollte ihm eigentlich klar sein, dass die Rote Queen ihn tot haben will. So, guck mal da. Oh, how thoughtless of me to trust her. Just like that poor sod Arsene. We have to free him and get out of here. Wie dumm von mir, ihr zu vertrauen, genau wie der arme Arsene. Wir müssen ihn befreien und uns aus den Staub machen. Hä, hab ich jetzt was nicht mitbekommen? Und zwar schnell. Über die schlechten Entscheidungen, die er im Leben getroffen hat, kann er später nachdenken. Oh, na gut, da wird schon geschossen. Er ist schon rausgefallen aus seinem Sessel. Was für ein Feigling. Schätze, ich sollte mich drum kümmern. Weiß Stuhl. Komm, wir setzen uns mal rein. Es geht gleich. Doch, es geht? Was? Hier sitzt ihr in dem Stuhl? Ich muss erst den Schützen ausschalten. Toll. Als ob man dann so die Wahl hat. Was muss ich jetzt machen? Info. Steuere den Greifer mit dem Joystick und schalte den Grabjäger aus. Das habe ich mir ja schon fast gedacht. Aber.
Also in der Zeit wäre ich ja schon 30 Mal beerdigt. So, wie geht's jetzt hoch? Geht's auch hoch? Mach mal weg. Kann ich nichts machen? Also im Prinzip müsste er doch, ne, das Ding auf den Kopf kriegen, damit er ein bisschen Kopfschmerzen kriegt. Und sein knittriger Mantel mal wieder gebügelt wird. Aber... Ich bin nicht sicher, dass ich einen Joystick genannt habe. So, hier mal einen Kreis. So, der kommt zu mir, der geht zur Seite. Langsam habe ich den Dreh raus. Na, ich glaube nicht. Ich kann nichts sagen, aber... Die Zeit hätte für eine ganze Beerdigung gereicht. So, wie geht denn das jetzt? Ich krieg den auch nicht auf. Kann auch nicht schräg machen. Ah, das ist ja blöd. Warte mal, steuere den Greifer mit dem Joystick und schalte den Grabjäger aus. Ja, das will ich doch. Mann, da ich kein Messer in der Tasche. Schon ein bisschen peinlich. Tja, was soll ich sagen? Ich weiß auch nicht, ob ich hier irgendwas drücken muss, aber ich glaube nicht, nee. Und nur draufklicken, das bringt auch nichts. Oh, guck mal, die packen ihre Geschenke aus. Geh doch mal nach oben. Ja, es tut mir leid, ich muss mal überspringen. Nein, möchte ich eigentlich nicht, aber mir bleibt jetzt auch so, ich bin zu doof dafür. Jetzt ernsthaft? Jetzt ernsthaft? Ich muss etwas gegen das Feuer tun. Es kommt aus der Kanalisation. Ja, wenn da Öl drin ist, dann brennt es lange. Wenn da nur Gas drin ist, dann brennt es laut. Okay, gehen wir mal rein. Das Öl nährt das Feuer. Ich muss den Zuflug stoppen, und zwar schnell. Oh, geschafft. Erledigt, aber das Feuer wütet immer noch. Jetzt komme ich wieder mit meinem Supergreifer. Ui, ey, ja. Geschafft. Ich fange an, den Greifer zu mögen. Das wollte ich auch gerade sagen. Vor allen Dingen lässt sich Öl immer so gut mit Wasser löschen. Na gut. Gehen wir mal raus. Sie kommen nicht raus. Kann ich die Türen von hier aus öffnen? Achso. Versuchen rauszukommen. Hier brennt es immer noch. Ich dachte, die packen ihre Geschenke aus. Jetzt kann ich Lupin befreien. Also irgendwie habe ich das dann vorhin falsch verstanden mit dem Text. Der ist fürs erste K.O. Leg ihn doch noch ein bisschen näher, damit ihn nicht kalt wird. Hurry! The Red Queen will have our heads if we botch the delivery! Yes, Professor. Ah, sie sind entkommen und ich stecke hier fest. So ein Jammer. So, jetzt muss ich hier schon wieder greifen. Ich muss da bestimmt hier einen Eisblock draufschmeißen. Nee, den nicht. Hä? Boah, ich durchblick das nicht. Das ist mir echt peinlich, aber... Ist hier eine Info? Steuere den Greifer und manövriere ihn zur Zellentür. Achso, den Schieber bewegen. Ich dachte, ich muss mir einen Eisblock schnappen. Ich glaube, ich denke zu kompliziert. Ach was. Also, so geht es. So, wie kommt der jetzt raus? Ja. Mit dem Gerät. Ja, also ich muss noch mal sagen, ich habe das, glaube ich, falsch verstanden. Sie kommen genau richtig. Ich habe mich schon gelangweilt. Und dann noch eine große Klappe haben. Sehr froh, dass ich hier bin.
Da, wieder dieser selbstgefällige Unterton. Wenn das so weitergeht, bereue ich noch, ihn gerettet zu haben. So, bringe die Beweise in das geheime Büro. Ja, schade, unser Abenteuer ist hier schon zu Ende. Wollen wir mal zurückgehen? Oh, wenn ich denn mal rauskomme, ist ja auch noch eine Frage. Ich setze mich doch jetzt nicht in den brennenden Stuhl. Also, ich sag mal so, ja, die Welt haben wir jetzt nicht gerettet, die haben wir erstmal in Brand gesetzt. Nicht. Komme ich denn jetzt hier raus? Achso. Gerade noch rechtzeitig, dann werde ich der Vermilion Watch mal Bericht erstatten. Ja, das machen wir mal. Erstmal ab nach Hause. The graveyard wasn't abandoned. Not unexpected. Der Friedhof ist gar nicht so verlassen? Nicht unerwartet. Rufus war eine große Hilfe im Irene Adler Fall. Ja, so, bitteschön. Wen brauchen wir denn? Isabel vielleicht? Ja, Erfindung. Achso, warte. So, wir treffen Isabel. Guck mal, was das ist. Even my knowledge has limits. I'm afraid I can't help. Was? Sie kann nicht helfen? Selbst mein Wissen hat seine Grenzen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Okay, dann gehe ich mal wieder zurück. Dann vielleicht der Gefängniswärter? Let's see what this box has to tell us. Mal sehen, was in der Kiste ist. Nicht überspringen. Ein Wimmelbild. Na, wer hätte es gedacht? So ein Abenteuer und dann kriegt man ein Wimmelbild. Looks like a sailor's compass. We'll check for maritime events around the date on the box. Das sieht aus wie der Kompass eines Seemanns. Wir sollten herausfinden, welche maritimen Ereignisse es um das Datum auf der Kiste gab. Aha. Maritime Ereignisse mit Schiffen. Also ein Untergang. Da noch eins. Mhm. Und das. Maybe something here can tell us more about the ship. Vielleicht erzählt uns der Inhalt mehr über das Schiff. Mach mal auf das Ding. Oh, cool. So, wir suchen ein paar Gegenstände. Und zwar hier erstmal so eine Schneckenform. Damit wir das Ding zusammenbasteln können. So, eins fehlt noch da. A Nautilus. I know a ship by that name. We should look at its crew. Ein Nautilus. Ich kenne ein Schiff mit diesem Namen. Wir sollten seine Crew näher im Augenschein nehmen. This comb tells us that the Nautilus crew has well-groomed facial hair. Der Kamm sagt uns, dass die Mannschaft auf der Nautilus gepflegte Bärte hatte. Ach was. Ist wichtig zu wissen. Seemänner mit Bärten. Gepflegt. Der. Naja, der ist jetzt nicht so gepflegt. Der ist schon gepflegter. Der hat einen Bart und der... This was no ordinary sailor. Look for a highly decorated captain. Und das war kein gewöhnlicher Seemann. Suchen Sie nach einem hochdekorierten Captain. So, hier haben wir einen. Es ist aber nicht, aber er hier vielleicht. So, wir haben Hafendokumente bekommen. Vielen Dank für die That's Hilfe. That's Captain Nemo. A brilliant seafarer turned smuggler. He's been presumed dead for 20 years. Das ist Captain Nemo, ein brillanter Seefahrer, der zum Schmuggler wurde. Er ist seit 20 Jahren tot. Ach so, gut zu wissen. Wir haben den richtigen Mann gefunden. Jetzt müssen wir nur noch eine Verbindung zur Roten Queen finden. Oh. Ah, right on time. A Mr. Price is here to see you. Ah, du kommst genau richtig. Ein Mr. Price möchte dich sprechen. I'd like to... I apologize... for my ghastly behavior. I know now that I was on the wrong side. Ich muss mich, entschuldigen für mein scheußliches Benehmen. Ich weiß jetzt, dass ich auf der falschen Seite gestanden habe. Du hast auf der falschen Seite gesessen, mein Lieber. Ich sollte Rufus das Beweisstück geben, mal sehen, was ihm dazu einfällt. Bitte schön. Based on the information we have, I'd advise you to head to the lighthouse.
near where Captain Nemo used to dock his ships. It could be hiding the conductive device. Laut den verfügbaren Informationen rate ich Ihnen, den Leuchtturm in den Hafen aufzusuchen, an dem Captain Nemo mit seinem Schiff zu ankern pflegte. Es ist möglich, dass dort der entscheidende Beweis versteckt ist. If you'll let me, I'd like to redeem myself. Please, take this as a sign of goodwill. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich mich gerne aus dem Fall zurückziehen. Hier, nehmen Sie das bitte als ein Zeichen meines guten Willens. Geld? Nein. Price Koffer. Na, dann gehen wir mal zum Leuchtturm. Hui, der ist aber schön groß. Naja, nicht wirklich. So. Oh, noch mehr Monster. Sie versperren mir den Weg. Es sind Vampir-Dobermänner. I told you already, you're no match for that megalomaniac. I should know. I was his assistant for years. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie gegen diesen Größenwahnsinnigen keine Chance haben. Und ich muss es wissen. Ich war lange genug seine Assistentin. We started this together and we'll end it together. Just stay out of it. Er und ich haben das zusammen angefangen. Also beenden wir es auch zusammen. Halten Sie sich einfach aus der ganzen Angelegenheit raus. Ui. Huch. Besser als jeder Akrobat. Ist die Frau ein Supermensch? Ich muss jetzt hinterher aber doch nicht auf den gleichen Weg. Und vor allem nicht jetzt. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Macht's gut. Tschüss.